Le 15 octobre, on va au Musée national de la Résistance et vernissage, il va témoigner de la deuxième génération. Wir vom Ulzisch Kanal waren da und haben ein Interview mit dem Organisateur, dem Herrn Schröder, gemacht. Wenn es darum geht, über Memoir am Großen Ganzen, aber genau die Memoir Papo zu Auschwitz. Einerseits, das wird Memoir eigentlich bedeutet, wie war das Memoir wichtig, wie war das Memoir da. Und dann wird froh, was passiert mit der Memoir, wenn ich keine Zeit habe, keine Leute, die da die verliebt und die hat mitgemacht, wenn die nicht mehr da sind. Wie gehen wir dann die Memoir an? Wir erklären mir den Leuten oder den Jungen, dass wir keine Leute mehr da sind, die uns das können erzählen. Das Projekt ist eigentlich am Kader von, dem 20, von der 20. pädagogischen Reise von einer Assoziation, die alle Jahre mit 150 Schülern auf Auschwitz führt, entstanden. Das ist das Jahr für 20, wo das passiert. Und an dem Kader haben wir dann decidiert, dass wir eine Ausstellung machen. Es sind allgemeine Überlegungen über die Memoir und das ist natürlich auch eine Dokumentation von den 20 Jahren Arbeit, die wir durchstechen. Die erste Reise bei Auschwitz hat bei mir, an mir selber etwas geändert. Für den Grund habe ich mich nicht wirklich mehr darum bekümmert, nicht mehr dafür interessiert, wie die meisten Leute auch. Und dadurch, dass ich da war, dass ich das gesehen habe, dass ich das ganz später verschafft habe, hat sich für mich da etwas geändert, wie die Plaza Musée hier abgegangen ist, da habe ich mich da gemeldet. Das wäre sicher nicht geschehen, wenn ich nicht für drum hätte, wie der diesem Generation beispielsweise gefühlt wäre. Du gibt verschiedene Erinnerungen, die prägen sich einem an für ewig und die noch nie mehr lassen. Zum Beispiel, du warst ein kleines Kind von 4 Jahren, du siehst Nazi kommen, also Gestapo was kommen mit dem schwarzen Auto, wie in den Filmen gesagt, lange Lieder Mantel, den schwarzen Hut. Es lag viel Schnee, es war zu groß Bus, und dann haben mein Papa mir weggeholfen, um Konzentrationslehrer auf Hinsatz zu feiern. Und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel dann gesagt habe, ich habe einen dann mit dem Revolver durch immer geht, für den Papa zu sichern oder so. War nicht schön. Eine Ausstellung braucht, die ich selber möchte, braucht an der Regel, fängt in 2 Jahren für drin an, mit Planen, mit Überlegen, das ist dann nicht, wo ich dann all das schaffe. Da fängt mich nach Reunionen an, was immer die letzten 6 Monate für eine Ouvertüre geht es dann mehr intensiv an dem Heufall, die letzten 3-4 Wochen für drin einen ganzen Katalog müssen machen, das machen wir dann noch selber. Und noch von der Ausstellung, also immer, dass das 6 Wochen intensiv stand zum Schluss. Wie viele Leute sind an dem ganzen Projekt involviert und wie viele Requisite brauchen für das Projekt aufzustellen? Das hängt vom Projekt auf, wenn ein historisches Projekt ist, wo wir in den Archiven gehen, für viele Recherchen zu machen, dann ist das wesentlich mehr auch von Stunden und von Personal. Was nicht ist, das ist kein historisches Projekt, hier wären wir eigentlich zu 2. Die Gruppe von der Arbeit gemacht haben, ist den Olivier Bouton, den Konzept, den noch die Realisation von der Ausstellung gemacht hat. Schon Texte geschrieben, schon den Katalog gemacht. Die Fotos, die sind noch zum großen Teil von Olivier von mir. Da kommen aber natürlich eine ganze Reihe mit kleinen Arbeiten hier von drüben. In dem Fall waren da Zeichnungen, die gemacht sind von einem. Dann haben wir die Übersetzungen, Verbesserungen, all diese Sachen. Du geht das. Das sind Leute, die einfach nicht nur über die Woche Wochen darunter müssen schaffen. Eine von den Personen aus dieser Ausstellung ist der Pulzer Boll. Er war ein Gefangener zu Auschwitz auf und Haut zu Brüssel. Heute geht hier nach Schulen an der Prise mit Studenten auf Auschwitz, wie wir sein schreckliches Erlebnis während dem Zweiten Weltkrieg zu thematisieren. Wir wollten von ihm wissen, wie weit in der Reise heute noch immer ein Konzentrationslager Auschwitz möchte. Mais d'abord, je l'ai fait pour moi-même, de manière égoïste. Ma famille a été détruite là-bas, voyez-vous, et que je n'ai pas en Belgique de lieu de recueillement pour ma famille. Là, pendant 40 ans, je n'ai rien dit à personne. Et puis alors, il y a eu un événement qui a fait que je suis retourné. À cette époque-là, il y avait quand même une douzaine de rescapés. Et c'était une centaine de... d'enseignants, etc. C'est APAC, c'est la Fondation Auschwitz qui organisait ça.
Et en 87, il y avait quand même à peu près une douzaine de rescapés encore. Et alors, il y avait les questions et les réponses. Ce voyage dure 5 jours et moi, je ne savais pas quoi dire, bien sûr, je n'étais pas là pour répondre. Et puis, finalement, le dernier jour, il y a un enseignant qui dit « Mais enfin, vous êtes aussi un rescapé. Pourquoi vous ne répondez jamais à nos questions ?» Alors, on m'a dit « Mais attends, c'est à toi qu'on s'adresse. » Et on m'a poussé devant. Et j'ai dû commencer à parler. Donc, j'ai parlé, j'ai improvisé, etc. Et puis, quand je suis rentré à Bruxelles, les responsables de la Fondation Auschwitz m'ont appelé, m'ont demandé « Mais monsieur, vous parlez bien, pourquoi vous n'iriez pas dans les écoles ? Vous devez expliquer aux gens ce qu'a été cette époque. Et puis, si vous l'âge que vous aviez quand eux, ils ont aujourd'hui, nous aviez 19 ans. Donc, il faut quand même qu'ils comprennent que cette période a encore beaucoup d'influence sur notre vie d'aujourd'hui. » Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler dans les écoles, en 87. Et puis, je vais pour témoigner que c'est quand même la vérité. Parce que sur le lieu, on peut quand même dire, voyez, regardez autour de vous. Vous voyez bien que ce n'est pas un décor de théâtre, ce n'est pas un décor de cinéma. C'est quelque chose qui a existé, et il n'y a pas tellement longtemps. Donc, c'est pour ça que je fais ces voyages. Vous venez de fêter vos 90 ans cette année. D'où vous prenez la force de faire le voyage chaque année avec tous les jeunes à Auschwitz ? Oui, j'ai 90 ans, mais vous savez, je ne suis pas vieux. Hein. Je ne suis que âgé. Tant que j'ai la force de le faire, je témoigne. Parce que je crois que c'est de plus en plus important maintenant. Parce que les jeunes prennent quand même conscience de ce qui s'est passé, parce que la vie aujourd'hui est très, très spéciale. Donc, ils se posent des questions pour l'avenir, et le passé, quand même, est très important. Je suis en contact avec des milliers de jeunes de toute classe sociale, des jeunes de 15 ans, jusqu'à des adultes. Et les jeunes d'aujourd'hui, je vous dis, ça dépend un petit peu des enseignants. Donc, ils sont formés ou pas formés du tout à tout ça, en fonction des enseignants. Wir wollten noch von ihm wissen, ob ihn sich vorstellen könnte, dass das noch mal geschehen gäbe. Vous savez, l'être humain, il est foncièrement bon, mais il est foncièrement mauvais. Et tout ça, c'est une question de circonstances. Et voyez-vous, les nazis ont fait un projet industriel de mise à mort. Ce n'est pas simplement un massacre comme ça, comme maintenant il y a des massacres, ou bien le massacre au Rwanda, par exemple. Un projet industriel comme la solution finale, je ne crois pas que ça va pouvoir revenir. Mais les massacres, il y en aura toujours.